Das ist der zweite Teil zu Folge 223. Die drei Fragezeichen und der Knochenmann hatten wir darüber gesprochen. Wir haben die zusammen ausgepackt. Jetzt habe ich sie mir ein paar Mal angehört. Ja, der Knochenmann kommt da drin vor, aber ganz am Ende ist in der Geschichte drin, hat aber nicht so wirklich viel mit der Geschichte zu tun. Da wird das Cover, das bauscht das alles ein bisschen mehr auf, wie die eigentliche Geschichte ist. Auch die plätschert da so hin und auch hier muss Justus am Ende wieder den Erklärbären machen. Was schon wieder zwei Punkte abzieht. Kann ich sie zum Schlafen hören? Ja, auf jeden Fall. Kann ich sie für Kinder hören? Ja, auf jeden Fall. Reißt sie mich von Hocker? Nein, tut sie nicht. Ich weiß nicht, wie das Buch ist, kann ich nichts zu sagen, aber das Hörspiel, das ist auch so eine 3. Ob sie in den Top 10 ist? Nein. Ob ich in den Top 100 die sehen würde? Nein, denke ich aktuell nicht. Ich müsste mal eine Liste machen mit den aktuellen Folgen. Ich meine, wir haben ja auch so viele Folgen schon. Das sind solide Folgen. Meine sind für Kinder gemacht, wie es immer so schön heißt, aber gut, Kind bin ich nicht mehr, deswegen kann ich nur als Erwachsener das kommentieren. Aber die Kinder heutzutage, die hören ja eher mehr so die drei Fragezeichen Kids. Also viele Kinder, die ich kenne, kennen die teilweise gar nicht mehr, die heute so kleine Kinder sind. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren posten, wenn eure Kinder die noch hören oder die allgemein kennen. Und ob sie die drei Fragezeichen Klassik besser finden wie die drei Fragezeichen Kids, weil ich höre es meistens andersrum, weil sie da eben anders mit aufwachsen. Das wäre auch mal eine gute Kommentar unter den Spalten. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, das wäre mir lieb. Und schreibt mal in den Kommentaren, wie euch dieses Format allgemein gefällt oder was ich noch vielleicht verbessern könnte, was ich weglassen sollte. Ja, schreibt mir eure Meinung.